Herr Wolfs, Sie zeigen hier eine Ausstellung mit dem schönen, aber auch rätselhaften Namen Produced by Migro. Was ist damit gemeint? Was heißt das? Also wir zeigen hier Werke aus der Sammlung des Migro-Museums in Zürich, Migro-Museum für Gegenwartskunst. Migro ist die größte Einzelhändlerskette der Schweiz, ist die Firma der Schweiz, ist eine genossenschaftlich organisierte Firma, die in ihren Statuten hat festlegen lassen, dass sie 1% des Gesamtumsatzes jedes Jahr für Kultur und Soziales ausgibt. Da kommt eine ganze Menge Geld zusammen. Ein kleines bisschen davon wird für die bildende Kunst ausgegeben. Migro hat seit den 70er Jahren angefangen, eine Sammlung auf höchstem internationalem Niveau aufzubauen. Die Sammlung wird eigentlich nicht so nach sehr repräsentativen Aspekten ausgesucht. Die Migro muss als Einzelhändler ja nicht protzen, muss ja nicht sehr groß klotzen, aber muss eigentlich versuchen, auf eine sehr glaubwürdige Art und Weise damit umzugehen. Ich habe selber in den 90er Jahren für die Migro gearbeitet, habe die Sammlung dann weiter ausgebaut und habe dann auch in 1996 das Migro-Museum für Gegenwartskunst in Zürich taufen können, eröffnen können. Dann hat die Sammlung sich in dem Sinne sehr stark dynamisiert, weil wir sehr stark auch mit Produktionen für das Museum angefangen haben und diese Produktionen dann sehr oft später auch in die Sammlung mit reingenommen haben. Produced by Migro ist so ein zweideutiger Titel. Einerseits die Produktionen der Werke, die wir mitfinanziert haben. Zweitens ist Migro selber auch ein selbstproduzierender Einzelhändler, eine Firma, die sich vor allem über ihre Eigenmarken in der Schweiz versucht zu positionieren. Und was charakterisiert jetzt diese Sammlung von Migro, diese sehr spezielle Sammlung? Sie als langjähriger Leiter haben ja sicher mit Ihrer Ankaufspolitik diese Sammlung auch stark geprägt. Die Sammlung hat ein paar Eckpunkte. Die Sammlung ist einerseits immer sehr stark, setzt sich auch mit der Realität auseinander. Referenzialität, es geht auch oft um sozialpolitisch relevante Konzepte, die darin eine Rolle spielen. Es ist eine Sammlung, die aus konservatorisch sehr oft sehr schwierig handzuhabende Werke zusammengesetzt ist. Es sind sehr viele Medien, also es sind unterschiedlichste Medien natürlich darin anwesend. Man hat sich, wenn ich in der Migro gekommen bin, war sehr viele Werke waren noch, sagen wir mal, zweidimensional fixiert, damit sie auch in Büros gehängt werden konnten. Wir haben das versucht aufzubrechen und haben sehr räumlich gearbeitet. Die Sammlung ist sehr räumlich geprägt und so haben wir das auch hier in diesen großen Räumen des Fridericianums so gut wie möglich versucht, aus diesen räumlichen Möglichkeiten heraus zu kuratieren. Die Sammlung hat sich in den 2000er Jahren, weil auch wieder eine neue Ankaufsperson, die Heike Munder, gekommen ist, als meine Nachfolgerin, nochmal wieder geändert. Man kann schlussendlich die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ankaufspolitiken sehen, obwohl sehr viele Leute bis jetzt gesagt haben, da sieht man gar keinen Bruch, das sieht ja aus wie ein Kontinuum. Und nach welchen Kriterien haben Sie jetzt diejenigen Werke ausgewählt, die Sie sozusagen für eine Best-of-Show nach Kassel holen wollten? Einerseits haben wir uns vor allem auch thematisch begrenzt. Wir haben uns zuerst mal auf die Zeit begrenzt. Wir haben nur Werke aus den 90er und 2000er Jahren hier hingeholt. Zweitens haben wir ein paar Themen pro Raum versucht zu formulieren. Wir haben einen Raum, wo es um die Lust an der Kunstrezeption geht, wo eine große Olaf-Nikolai-Skulptur mitten im Raum steht, quasi als Bühne, auf der man sitzen kann und die fast klassische Medien wie Malerei, Skulptur, Video und Fotografie rezipieren kann, bewundern kann. Dann haben wir hier einen Raum, wo ich jetzt gerade sitze, mit Werken, die sich direkt mit Szenen und mit der Realität auseinandersetzen. Angela Bullock, aber auch Christoph Büchel mit seinem Kühlschrank, in dem ein Rockkonzert, ein Punkrockkonzert, was vor zwei Wochen stattgefunden hat, tiefgefroren wurde und jetzt auf minus 24 Grad sich zu einer Eisinstallation gebildet hat. Wir haben hier auch Banks Violet, Katie Noland, Werke, die auch eine gewisse Härte in der amerikanischen Gesellschaft versuchen, ikonisch rüberzubringen. Herr Wolfs, wir danken Ihnen für das Gespräch. Bitte schön.